Willkommen zu diesem Video. Es gibt ja ein kurzes Jens packt aus. Wir haben wieder ein Paket bekommen. Da zeigt auch nochmal, was da drin ist. Und ja, so könnt ihr auch ein bisschen erahnen, welches die nächsten Projekte sind, die wir machen. Oder geplant sind. Geplant ist ja viel. Ne, dann machen wir mal eben schnell. Es dürfte jetzt keine Überraschung sein. Die Leute, die regelmäßig an Videos kommen, wissen wohl, was hier drin ist. Warum das so groß ist. Aber es ist auch mal eine Sache drin, wovon ich noch nichts gesagt habe. Das ist ja ein Karton. Haben sie mir auch noch schön den Müll vom abgeschnittenen Karton reingelegt. Das finde ich sehr nett, auf der Dock. Es ist ja nicht so, dass ich nicht schon genügend Papier immer hier habe. Das ist eine nette Geste. So. Also, die Hauptsache ist natürlich der hier. Der Kühler für den Vectra. Und zwar von Van Beetze. Wie ihr sehen könnt. Dann fachmännisch nicht die Tüte zugemacht, sondern rumfliegend im Karton. 16 Kerzen für Sigi, weil wir machen ja die Gasanlage. Wenn wir da die Ansaugbrücke abhaben, kriegt Sigi neue Kerzen. So, und als letztes, naja, als vorletztes, was ihr jetzt noch nicht geahnt habt, bei Sparky hängt die Bremse so ein bisschen. Deswegen kriegt er neue Belege und neue diese Metallkleidschienen. Die haben ja letztens nicht gewetzelt, sondern nur sauber gemacht, weil die bei den Bosch-Belegen nicht dabei war. Bosch hat aus irgendwelchen Gründen kein Zubehör geliefert. Das muss man sich extra holen. Deswegen machen wir die neu. Ich mache die Staubmanschetten neu und fette auch die, wie nennt man das, Führungsstifte. Fette die neu, mache die sauber. Etc. pp. Das ist Sparky. Und zu guter Letzt haben wir einen Rückfahrschalter und einen Öldrucksensor für den Z22 SE Astra G. Das ist von Udo, der Astra G, der wird auch nicht dieses, sondern nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende kommt der rum. Ja, ich habe es mir so gut notiert, Udo. Da machen wir die beiden Sachen. Das ist auch ein ganz interessantes Video, weil bei mir waren die beiden Dinge auch kaputt, bei meinem Astra G Cabriolet. Waren die auch kaputt, also scheint das wohl häufiger zu passieren. Da gucken wir uns dann mal an. Da sind die Projekte so in Zukunft, neben den anderen, 100 Projekten. Aber das kriegen wir hin. Ne? Es kommt noch bei Meriva eine große Sache, aber das sehen wir dann im nächsten Jens packt aus, dann wisst ihr das. Das, ja, wir kriegen das schon alles hin. Irgendwie muss es ja. In dem Sinne, ne? Bis zum nächsten Video.